Mein Name ist Franz Josef Schubacher, ich bin der Vereinsvorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch e.V. Wir hatten heute unser 50-jähriges Jubiläum, wo wir Altpapier sammeln. Im Jahre 1972 hat die Jugendfeuerwehr mit der Aktion begonnen und seitdem sammeln wir ununterbrochen Altpapier. Über 4 Straßensammlungen im Jahr und unsere Containerstandorte. Und insgesamt haben wir in diesen 50 Jahren 14.600 Tonnen Altpapier gesammelt. Das begann schon lange vor Einführung der grünen Tonne hier. Klar, die grüne Tonne hat uns natürlich auch die Abnahmemengen oder Einsammelmenge beeinflusst. Aber die Lorscher Bürger unterstützen uns weiterhin, bringen hier ihr Papier zur Feuerwehr direkt oder setzen es uns an den Straßenrand, wenn wir zu unserer Sammlung unterwegs sind. Dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, die Fahrer gehen zu den Fahrzeugen und das Personal verteilen wir dann passend. In diesen 50 Jahren hatten wir natürlich auch verschiedene Ablieferstellen, wohin wir das Altpapier gebracht hatten. Einmal wurde es bei uns direkt abgeholt, damals war es so gesucht. Und wir mussten dann am Anfang das Papier sowohl nach Reichenbach bringen, nach Darmstadt, Eberstadt oder einige Jahre nach Worms, bis wir dann die Möglichkeit hatten, bei der Firma Becker in Bensheim, zuerst in Langwaden und dann später in Bensheim direkt unser Papier abzuliefern. Das ist natürlich eine Erleichterung für uns, wenn wir mit den 6 Sammelfahrzeugen direkt dorthin fahren können, können es abkippen und damit dann wieder zurückkommen, um dann gemeinschaftlich noch zu Mittag zu essen. Das fördert auch die Kameradschaft, wenn man danach noch ein bisschen zusammensitzt. Und gerade jetzt zum Jubiläum kommen natürlich auch die alten Anekdoten wieder zu Vorschein, wo erzählt wird, weißt du damals noch, als wir damals gesammelt haben, wo haben wir es überall geholt, wo haben wir es hingefahren? Und damals war auch, sage ich mal, nicht gleich nach der Altpapiersammlung Schluss. Mein Name ist Stefan Hubler, ich bin Mitglied der Einsatzabteilung der Feuerwehr Lorsch und Beisitzer im Vorstand und mitverantwortlich für die Papiersammlung und für die abgestellten Container hier an der Feuerwehr Lorsch. Die Sammlungen finden 4-mal im Jahr statt. Immer der letzte Samstag, Mitte eines Quartales, sammelt die Feuerwehr Lorsch ab 10 Uhr auf den Straßen von Lorsch Altpapier ein. Und bezüglich diesen Containern und Altpapiersammlungen habe ich 2 Bitten an Sie. Einmal, dass Sie, wenn Sie der Feuerwehr gut wollen, Altpapier sammeln und dann an den besagten Samstag auf die Straße stellen, wo wir sie dann einsammeln.